Dankeschön. Ja, mein Name ist Kai Josef und für die, die mich hier vielleicht noch nicht kennen, muss ich es natürlich ansprechen, denn ich sehe es euch an, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich alle dasselbe. Und ja, ich bin Single. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Gut, vielleicht, weil es noch keine weiblichen Transformer gibt. Oder zu wenig junge, heiße Krankenpfleger. Ich bin aber eigentlich gar nicht anspruchsvoll. Ich meine, natürlich habe ich auch ein Bild von einer Traumfrau. Optisch würde sie bei mir ein bisschen aussehen wie Sophia Tomalla, aber mit Brüsten von Faisal Kawusi. Faisal ist wirklich so fett. Al-Qaida versteckt sich in seinen Achselhöhlen. Ja, Köln, dass ich länger nicht auf der Bühne war, hatte bei mir nichts mit Corona zu tun. Ich muss sogar sagen, ich fand den Lockdown ziemlich okay. Ich meine, zu Hause rumsitzen und nichts tun. Das kann ich gut. Nee, ich musste mich erholen von einer sehr schweren Wirbelsäulen-OP, denn mein Rücken hatte eine Skoliose mit 60 Grad Krümmung. Oder für die Nichtmediziner unter euch, mein Rücken war krass am Arsch. Schuld daran war meine Krankheit, Muskeldystrophie Duchenne. Ja, denn wegen der Krankheit habe ich in etwa nur noch so viele Muskeln wie ein durchschnittlicher Veganer. Aber Gott sei Dank bin ich nicht so eine nervige Pussy. Naja, um den Rücken jetzt noch begradigen zu können, wurden mir zwei Metallstangen in den Rücken einoperiert. Ihr könnt euch das so vorstellen, als hätte euch Wolverine gefistet. Ja, oder als hätte euch jemand einen Stock vom Arsch bis in den Nacken gerammt. Wenn ich jetzt also gehen könnte, würde es wahrscheinlich so aussehen wie bei Bruce Dunnell. Die OP war also ziemlich schmerzhaft. Ungefähr so schmerzhaft wie die neue Single von Pietro Lombardi. Aber ich habe die OP gut gemeistert. Das lag natürlich auch an den starken Schmerzmitteln. Die waren geil. Ich weiß jetzt, wie es ist, auf einem Regenbogen zu sitzen und von lila Erdmännchen massiert zu werden. Ich habe auch noch Pillen übrig. Falls also wer welche braucht, einfach bei den WCs melden. Apropos WCs. Es gibt eine Sache, die straight aus Guantanamo ins Krankenzimmer kommt. Und zwar Bettpfannen. Jeder, der schon mal länger im Krankenhaus war, kennt dieses Folterwerkzeug. Als die Schwester das erste Mal mit dem Ding reinkam, dachte ich, was will die mit dem Stahlhelm? Kommen gleich noch Schamanen und machen Opfergaben? Ich meine, es ist so, wir fliegen mittlerweile auf den Mond und erfinden die unnötigsten Gadgets. Warum hat sich noch niemand der Bettpfanne angenommen? Und warum ist das Ding immer tiefgekühlt? Ich meine, seit Hunderten von Jahren kacken wir in einen Topf. Wir kacken in den Topf. Ich meine, mein iPhone kann jeden Scheiß. Warum kann ich da nicht reinkacken? Sozusagen ein iPod 2.0. Ich glaube, wenn das gehen würde, dann würde Siri auch nicht mehr so arrogant klingen.